ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Wimcraft. Und eigentlich wollte ich hier nochmal so ein bisschen im Wald gucken, wie das jetzt mit der Helligkeit ist und ob ich so spielen kann. Und es ist natürlich, ja, es ist sehr dunkel. Und dann bin ich hier entlang gelaufen und dachte mir, Mensch, das ist doch ein Relikt. Und jetzt habe ich mal eben schnell die Aufnahme gestartet, weil das habe ich noch nicht. Ich glaube es zumindest. Aber im Wald habe ich, glaube ich, noch nie. Nee. Ich weiß jetzt auch gar nicht, dass wievielte das ist. Also von den Versteckten habe ich, glaube ich, erst eins. Und von den anderen vielleicht so drei oder so. Okay, die Guards, die sind gerade mal weg. Die sind auch... Okay, die sind sehr schwach. Na? Aber ich würde es gerne... Oder brauche ich da Inventarplatz? Das kann natürlich sein. Moment. Ich schmeiß mal hier was weg. Und hier was weg. So. Geht das denn jetzt? Ah, you found a new relic. 6 von 15. Okay, dann ist das mein 6. Relikt. Krasse Sache. Wirklich nicht so beabsichtigt gewesen. Aber kann man ja mal mitnehmen. Naja gut, ein oder zwei Green Powder 1 ist aber nicht schlecht. Kann ich ja vielleicht wieder irgendwo draufpacken. Vielleicht auf eine Rüstung oder so. Hier ist dieses Baumhausdorf im Wald. Ja, und das war's dann eigentlich schon wieder. Denn ansonsten, ich wollte hier halt gucken, wie das ist. Es ist wirklich sehr dunkel. Man könnte natürlich sagen, es ist eine Herausforderung, wenn das dunkel ist, dass man dann nur in den hellen Bereichen besser bleibt. Aber manchmal in den Höhlen muss man ja mal durch dunkle Bereiche durch. Aber so, ich meine hier im Wald, da greift mich jetzt ja nichts Schlimmes an. Okay, hier ist auch eine Ruine. Und das mit den Kanten, das ist irgendwie hier immer, wenn hier so Gebüsch ist oder Laub. Und wenn das dann irgendwo, also am Baum nicht, aber wenn das irgendwo an eine Wand dran geklatscht ist, dann kann das passieren. Okay, und jetzt ist es Nacht geworden. Und dann ist es natürlich auch sehr finster. Beziehungsweise in der Übergangszeit. Na, wenn der Mond scheint, dann geht das wieder. Ja, ja, ist ja jetzt gut. Oh, das hat aber auch was. Und da die Brücke, wie die da leuchtet, ist auch nicht schlecht. Na gut, ja, dann... Gehe ich irgendwie nach Detlas und werde ein bisschen krempellos. Und deshalb vielen Dank fürs Zusehen bei dieser kleinen Mini-Folge. Aber, ja gut, kriegt halt dieses eine läppische Relikt seine eigene Folge, warum nicht? Und deshalb tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.